Hey, Hallöchen, ich grüße euch. Ich muss schon lachen, weil ich habe was ganz Räudiges vor. Ihr kennt das bestimmt. Überall gibt es jetzt schon die ersten Weihnachtsmärkte. Und meine Kinder haben sich beschwert, es gibt keine veganen Waffeln dort. Und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt, seit wir vegan sind, keine Waffeln gemacht, sondern nur Pfannkuchen. Oh, das Teil ist schleimig. Ich muss es mal putzen. Und heute möchte ich das probieren. Ja? Pfannkuchen habe ich schon öfter gemacht und ich nehme den Pfannkuchenteig. Ärgerlich. Ich habe mal einen Fleck gekriegt und möchte aus Bohnen Wasser ein Aquafaba machen und das dann unterheben. Also, dass der Teig schön fluffig wird. Das ist der Plan. Und dann möchte ich aber noch diese Waffeln ohne Öl rausbacken. Ja, das ist der Plan. Und du darfst mich begleiten, ob das funktioniert. Also meine Zutaten. Ich habe ein Dinkelmehl, ein Bio-Dinkelmehl, Typ 630 und ich habe ein Weizenmehl, Typ 550. Ja? Und ich habe gedacht, ich mische die beiden halb-halb. Und ich habe Eiersatzpulver. Da werde ich das wie auf der Packungsanlage, Anlage? Beilage, Packungsbeschreibung beschrieben, anrühren. Und ich finde das so super, dieses Eiersatzpulver, weil man immer Eier im Haus hat. Früher, wie ich dann sowas hier vorhatte, hatte ich oft gar keine Eier da. Dann mussten wir erst noch einkaufen gehen. Und die Eier musste man kühlen. Und das hier ist super. Ja, ich hole mir das bei meiner Natura, wenn ich da einkaufen gehe, hole ich mir mal gleich vier so Päckchen. Da sind quasi vier Eier drin. Ich glaube, es sind vier. Ich muss mal reinschauen, weil so sieht man das schlecht. Ja, es sind vier Pakete, also vier Ei. Ein Ei entspricht einem so ein Paket. Und man kann aber auch, wenn man das nicht hat als Eiersatz, Soja nehmen. Das hat einfach beim Backen die Funktion, dass das Eiweiß enthält. Soja hat ja, ist ja hoch an Eiweiß. Und dann halten die Bestandteile des Teiges zusammen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ja, das ist wirklich sehr easy. Da kannst du kein Rührei davon machen, aber man kann sehr gut damit backen. Dann habe ich einen Vanillezucker. Ich habe keine Vanilleschote. Leider nicht Bio. Und ich habe hier dieses Bio-Backpulver. Ich werde Backpulver reingeben, weil ich das in meinem Pfannkuchenteig auch immer reingebe. Da wird der schön fluffig. Und dann werde ich Kichererbsen nehmen und zwar nicht aus dem Glas. Ja, ich habe normal verwende ich diese Kichererbsen hier aus dem Glas, aber wie du siehst, ist da nicht viel Flüssigkeit drin und deshalb werde ich Kichererbsen nehmen aus der Dose. Wenn man die dann abkippt in so ein Haarsieb, dann hat man sehr viel von der Flüssigkeit übrig und daraus kann man Aquafaba machen. Also experimentell. Oh, laber. So sieht das jetzt aus, diese Kichererbsen aus der Dose. Die sind gesalzen, das macht aber nichts aus, wenn dieses Wasser gesalzen ist. Diese Dosen sind außerdem nicht aus Alu, sondern aus Weißblech. Ich habe die eine Zeit lang nicht verwendet, aber es dürften keine Rückstände drin sein. Wenn jemand was anderes weiß, schreibt mir mal einen Kommentar. Waffeln. Ich freue mich schon so. Loslegen. So, dann gieße ich diese Kichererbsen mal ab. Außerdem habe ich die Dose gekühlt. Also was heißt gekühlt? Ich stand im Freien, weil ich mir denke, dass sich dann daraus leichter diese Aquafaba schlagen lässt, wie das auch mit den Eiern früher war. Die sollte man ja auch kühlen. So. Aus den Kichererbsen kann man super Hummus machen oder Brotaufstrich. Und die verwende ich jetzt aber nicht. Das ist eine ganz braune Brühe. Ja, schön abtropfen. Gebe ich mir eine Schüssel. Und Deckelchen drauf. So kann ich das schön verwenden. So sieht das jetzt aus. Ja, das ist dunkel. Bohnenartig. Riecht auch nach Kichererbsen, aber riecht jetzt nicht schlecht oder wie soll ich sagen? Riecht angenehm, nicht salzig. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich mache das in der Küchenmaschine, weil ich weiß, man muss das sehr lange schlagen, dass das ein richtig fester Eischnee wird. Und ich habe nur so ein altertümliches Handrührgerät noch von meiner Oma. Und das bringt das nicht. Deswegen schmeiße ich das jetzt da hinten in diese kleine Küchenmaschine und lasse das zu steifem
Kichererbsen-Schnee schlagen, sagt man da so. Eischnee ist es ja nicht. Das macht voll Spaß, was auszuprobieren. Das liebe ich am Vegan-Sein, ja. Man kann so kreative Sachen ausprobieren. Manchmal wird es auch nichts, aber heute dürft ihr mich mal verfolgen, nicht was ausprobieren. Also schlage ich das mal. Also so, hier ist das Zeug drin, die Kichererbsenflöre. Und das ist mein Schaumschläger. So, dann geht das Ganze rein. Und damit das nicht verspritzt, Deckel drauf. Und auf Stufe 4, das wird jetzt laut. Yay! So, ich habe das jetzt ungefähr 5 Minuten geschlagen und das ist ein super weißer Schaum geworden. Ich wollte euch das mal zeigen. Hier. Man sagt ja beim Eischnee, wenn man die Schüssel so rumdrehen kann und es nicht rausfällt, ist er steif. So ist es noch nicht. Deswegen lasse ich das jetzt nochmal 5 Minuten laufen. Gucken wir mal. Genau, und dann gebe ich. Ich nehme jetzt mal 2 Eier. Es gibt kein Rezept für diese Waffeln, ja? Das kreiere ich jetzt neu und gebe die in eine Schale hier rein. Das sieht auch so ein bisschen gelb aus, wer das nicht kennt, dieses Pulver. Und dann steht da pro Päckchen 100 ml Sprudelwasser. Ich sprudel mir das ja immer so im Sodastreamer und habe hier schon 100 ml abgemessen. Und dann gibt es immer so kleine Bröckelchen, die rühre ich dann da einfach ein. Und dann muss man das Ganze ein bisschen stehen lassen. So, wahrscheinlich braucht man mehr Eier. Vielleicht nehme ich auch 3. Sonst lohnt sich das nicht, der Aufwand. Mal einen ordentlichen Waffelteig machen. Noch eins dazu. Nochmal 50 ml Sprudel dazu. Und dann muss man das ein bisschen stehen lassen. Dann dickt das irgendwie nach. Ja, das wird dann wirklich wie so ein Eierschleim. Okay, tun wir das mal zur Seite. So, dann mische ich mir das Backpulver mit dem Mehl. Man soll das immer mischen. Und zwar nehme ich da ungefähr die Hälfte. Na gut, man nimmt das Ganze. Wenn das eh schon drin liegt, das ist eigentlich für 500 Gramm Mehl. Ich denke, das ist zu fluffig, dann zerreißen die Waffeln. Ich werde da wieder was rausnehmen. Okay. Also ich wollte ungefähr die Hälfte von diesem Backpulver hier nehmen. So. Da ich jetzt 3 Eier genommen habe, nehme ich 300 Gramm Mehl. Ich nehme jetzt hier von dem Weizenmehl den größeren Teil oder machen wir halb-halb. Ja, 150 Gramm davon und 150 Gramm von dem Dinkelmehl. Ich sieb das nicht, dazu bin ich zu faul. Wer Bock hat, kann das sieben. Ich finde, das braucht es nicht. Ich rühre das so ein bisschen durch und gut ist, dass sich das lockert. Genau. So, das Backpulver dann da runterrühren. Genau. Dann den Vanillezucker, den kippe ich da auch schon rein. Bin mir nicht sicher, ob ich noch ein bisschen Sojamehl dazugeben soll. Ich denke, es wird nicht benötigt. Deswegen lasse ich es einfach weg. Das ist nur, wollte ich euch nur zeigen hier, dass da sowas kann man auch nehmen, wenn man kein Eipulver hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es so fluffig wird wie gedacht. Also diese Eier, die sind jetzt nach der kurzen Zeit schon dicker geworden. Gucken wir mal. Also nach weiteren 5 Minuten Schlagen in der Küchenmaschine ist das Zeug jetzt wirklich komplett fest. Wie schmeckt das? Es schmeckt nicht süß. Es schmeckt nach Kichererbse. Ich zeige euch das mal. Ich bin echt begeistert, wie fest das geworden ist. Ja, das ist ein richtig fester Kichererbse.
echte Erbsenschnee. Ich bin begeistert. Da kann man auch Biskuit machen. Es geht gar nicht ab, so fest ist das. Ooh, yeah. Also im Gegensatz zu Ei kann man das abschlecken. Ich denke, wenn man da Puderzucker reinmacht und ein bisschen Farbe, kann man da Macarons und alle möglichen backen. Also ich hatte das noch nie ausprobiert. Ich hatte das schon mal ausprobiert, aber noch nie ein Video dazu gemacht. Ich bin begeistert. So schön Schaum. Cool, wa? Ich das mal zur Seite. Das brauche ich nämlich erst nachher. Jetzt geht es da unten weiter. Und zwar habe ich Oatly. Da kommt jetzt rein die Milch. Den Haferdrink, den schüttle ich nochmal, weil das setzt sich immer ein bisschen was ab. Und zwar nehme ich da ungefähr 2 Tassen. Und die Eier. So, nochmal ein bisschen Milch dazu. Haferdrink. Man kann auch gut Sojadrink nehmen zum Backen, dann bindet das anscheinend auch besser. Also bisher habe ich immer mit Soja gebacken, heute habe ich halt nur Hafer. Dann kommt hier dieses Ei dazu. Seht ihr, das ist jetzt richtig. Das hat jetzt tatsächlich auch diese Konsistenz vom Ei. Das gebe ich jetzt hier rein. Fett kommt bei mir gar nicht rein in den Teig. Und dann gebe ich einen Schwups von dem Zucker dazu. Das heißt, ein Schwups. Sollte man hier vielleicht den Löffel nehmen. Ich habe jetzt hier nur so einen kleinen Löffel. 1, 2, 3. Wer keinen Zucker reinnehmen will, kann auch was anderes nehmen. Zum Beispiel Zuckerrübensirup oder so einen Goldsaft oder überhaupt gar keinen Zucker reintun. Oder was ich finde, was auch super lecker dazu schmeckt, ist hier so Ahornsirup, ja, wenn die Waffel dann rauskommt, das dann so ein bisschen drüber kippen. Ich habe jetzt hier, ich glaube, waren es 4 Löffel. Verrühre ich das mal. Genau. Jetzt kommt mein urtümlicher Mixer zum Einsatz. Der sieht so aus. Und ich werde das vorsichtig rühren und langsam das Mehl da einarbeiten. Nach und nach. Ja, immer so ein bisschen hier rübergeben und das Rühren einrühren. Das erfordert jetzt ein bisschen Geduld. Ich fange mal an. Da wird mir nicht fertig hier. So, zwischendurch immer mal checken, ob dein Teig noch bereit ist für mehr Mehl. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte von dem Mehl. Und du siehst, wenn der Teig so tropft, vom Finger tropft, dann kann noch mehr Mehl rein. Schlecker. Also wenn dieser Punkt kommt, wo der Teig so Falten kriegt, dann musst du noch mal ein bisschen Milch dazugeben. Der soll eine gewisse Konsistenz haben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja? Okay. Ich hoffe, das passt so. Ich gebe noch was dazu. So, ich habe jetzt das ganze Mehl da rein verarbeitet und der ist immer noch so. Aber was auch wichtig ist, das Mehl, das quillt ja jetzt auch ein bisschen auf. Ich lasse den erstmal so. Eventuell kommt noch ein bisschen Mehl dazu. Oh, ich könnte mich totschlecken. Das ist halt echt das Beste, ja, am veganen Backen. Und verflixt, man kann schlecken, weil da ist kein Eischleim drin. Ja. Und hier in diesen Teig kommt jetzt dieser Eischnee. Unten unterhoben nennt sich das. Ich hatte den jetzt ein Weilchen stehen, er ist nicht mehr ganz so fest, aber trotzdem immer noch total, das wird fluffig. So, gebe ich das mal in den Teig dazu. So, hier rein damit. Plopp und plopp. Ich bin
gespannt, wie das wird. So, da ist noch jede Menge Eischnee drin. Okay, dann nicht mehr mit dem Rührer arbeiten. Nur noch mit diesem Teigding da. So, dann unterheben. Das heißt, ich drehe das so runter. Dieser Eischnee soll ja die Fluffigkeit behalten und den Teig noch fluffiger machen. Fluffy, fluffy, fluff. Gucken wir mal, ob das was wird. Und so weiter. Weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig mache. Schauen wir mal. Wow, das ist richtig viel Teig geworden. Am Rand hängt noch ein bisschen Mehl. Da hätte ich wohl vorher schon mal noch ordentlicher arbeiten müssen. So. Ich finde, das sieht jetzt richtig, richtig gut aus. So. Muss man das noch mehr unterrühren? Unterheben? Der Teig, der knistert. Hört ihr das? Man hört es, glaube ich, nicht mit dem Mikro. Das heißt, ich denke, der Eischnee, dieser Kichererbsenschnee fällt ein bisschen zusammen. Gut, und dann backe ich mal die erste Waffel. Ich bin gespannt. Stelle ich das mal zur Seite. Okay, hier heizt mein Waffeleisen. Das steht jetzt hier auf 6, auf volle Pulle, volle Lotte. Und es ist schon fast heiß. Normalerweise streicht man das Teil ja mit Öl ein. Mache ich nicht. Ich nehme Apfelmark. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass das funktioniert. Ich wollte das probieren. Ja, ich werde das hier mit ein bisschen Apfelmark einstreichen, bevor ich den Teig reingebe. Erstens schmeckt das lecker. Tja, zweitens denke ich, dass die Waffel da nicht reinpappt. Gucken wir mal. Okay, also mal reinpinseln. Oh, es zischt und brutzelt. Spritzt auch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es spritzt. Hilfe, das Waffeleisen lebt. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, wie das gehört. Und so machen. Es knallt. Okay, mal warten. Oh Mann, ich bin so gespannt. Es riecht wie Waffel. Es ist auch so dick wie Waffel. Es ist ein bisschen zu fluffig. Gucken wir mal. Und tata. Schaut euch das an. Es hängt oben und unten drin. Und ist in der Mitte auseinandergegangen. Gucken wir mal, ob ich das rauskriege. Sieht aus wie Waffel. Sieht aus wie ein Unfall. Eine Unfallwaffel. Okay. Das Ganze nochmal versuchen. Vielleicht war das Waffeleisen noch nicht richtig heiß. Das riecht jedenfalls nach dem Apfel, den ich da dran hatte. Jetzt mache ich das mal ordentlich sauber nochmal. Und fange nochmal an. Nochmal einstreichen. Oder mache ich mal ohne Apfel. Mal ohne Apfel probieren. Okay. Nochmal. Vielleicht länger drin lassen. Okay, zumachen. Tja, das ist die erste Waffel. Für den Waffelbäcker itself. Naja, die sieht jetzt nicht so aus, wie sie soll. Von der Seite irgendwie schon, aber wieso ist die so zweigeteilt? Wow. Außen ist Apfelzeug, das schmeckt gut. Oh oh, es läuft raus. Oder vielleicht muss ich sie halt alle so essen. Habt ihr schon vegane Waffeln gebacken? Ohne Öl? Es dampft so schön und duftet. Ich muss mein Fenster aufmachen. Lecker. Ist nicht viel Zucker drin, ne?
Boah. Ich probiere die mal damit. So ist das natürlich ein Träumchen, ne? Schwupp. Na, jetzt hat die da unten ausgeschaltet. Ich muss mich beeilen. In kleinen Dosen Ahornsirup. Gucken wir mal nach der zweiten. So, bin mal gespannt. Oh, das ist heiß, dieser Griff. Jetzt ist auch dieses Licht ausgegangen und ja, verflixt nochmal. Pappt das wieder so auseinander. Könnt ihr das sehen? Hängt mir das so drin? Oh, ich muss das da rauspopeln. Knuffig? Sehr knusprig. Also, muss ich mal rauspopeln. Also, ich glaube, es funktioniert nicht, ohne das Teil einzufetten. Ich will ja kein Fett verwenden. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ich probiere jetzt mal eine Waffel aus, ob das überhaupt daran lag. Ich habe hier so einen Mandelmus und da hat sich oben die Fett abgesetzt. Eigentlich bin ich ja geneigt, das eher in Gulli zu kippen. Jetzt probiere ich mal eine Waffel aus. Wenn ich da von diesem Fettig, das ist ja dann Mandelöl, ne? Öl erhitzt. Ach du Schande. Kann man sich ja gleich aufhängen. Aber vielleicht liegt es daran. Tja, da wird es aber keine Waffeln geben. Probiere ich das mal, sonst liegt es am Teig. Klappe zu. Mal gucken. Okay, das Licht ist jetzt gerade ausgegangen. Das heißt, die Waffel ist fertig. Jetzt mache ich das mal auf und bin mal gespannt, ob das wieder pappt. Ah, es pappt wieder. Okay, dann liegt das am Teig und nicht am Öl oder also an dem Einfetten. Das geht besser ab. Ich muss da wohl irgendwas heiß an dieser Konsistenz hier verändern vom Teig. Was könnte da nicht passen? Also ich kratze das mal da raus. Bin ein bisschen ratlos, ja? Also sieht aus wie eine Waffel, pappt aber immer rein. Sehr knusprig. Ich glaube, es muss mehr Mehl in den Teig, dass das Ganze mehr Halt kriegt. Gibt Mehl mehr Halt? Ich probiere das aus. So, dann gebe ich hier einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Ja, was mag das sein? Ein Tässchen? Das muss irgendwie fester werden. Okay, rühre ich das mal unter. Dann ist natürlich dieser Effekt von meinem Schaum auch ein bisschen raus. Von dem Kichererbsenschaum. Gucken wir mal. Ja, jetzt wird das eher fester. So, nächster Versuch. Ich mache gar nichts mit dem Waffeleisen. Ich gebe jetzt den Teig so rein. Der ist jetzt wirklich von der Konsistenz nicht mehr so fluffig. Schwupps, rein damit. Oh, bitte wird jetzt was. Okay, das Lichtchen ist ausgegangen. Und jetzt probiere ich mal, was jetzt passiert. Ah, oh. Okay, das sieht doch gut aus nach einer Waffel. Schauen wir mal. Oh, sie hat auch die Neigung, auseinanderzugehen. Warum auch immer kriege ich die da raus. Oh, ich kriege sie raus, aber sie pappt ein bisschen drin. Also lag es tatsächlich am Teig und jetzt wahrscheinlich kriege ich sie raus. Geht die mir wieder auseinander. Aber schon viel besser das Ergebnis, seht ihr? Da hängt sie drin. Okay. Na, wieder rauskratzen, aber das sieht doch schon mal nach einer Waffel aus, wenn man sie so rumdreht zumindest. Tada! Was ist sowas mit dieser Wackelbäckerei? Aber ich probiere die mal. Also ein Teilchen sieht ja schon mal gut aus, da fehlt halt die Mitte. Ja, Waffel, knusprig. Wie geil. Es liegt beim richtigen Teig.
Aber das mit dieser Reingebackerei ins Waffeleisen ist scheiße, wa? Das böse Wort. Kapitulation. Das pappt in dem Waffeleisen. Ich habe es jetzt schon zweimal sauber gemacht, damit ich wieder backen kann. Und ich lasse das jetzt mit dem Waffeleisen. Ich mag das irgendwie nicht mehr. Der Teig ist jedenfalls jetzt richtig. Und ich werde jetzt Pfannkuchen davon machen. Ja, und was ich jetzt noch so sagen wollte, nachdem ich jetzt aufgegeben habe mit der Waffelbäckerei. Man kann natürlich Öl verwenden, aber das möchte ich halt nicht. Deswegen backe ich jetzt kleine Pfannkuchen aus der Pfanne. Und es ist ja logisch, dass ich jetzt auch morgen wieder anfange, mit Eiern und Buttern und Milch und Öl zu essen. Weil es hat ja nicht funktioniert. Das ist ja die einzig logische Entscheidung, die man daraus schließen kann. Ja, also manche fragen mich dann, ja, wie machst du das dann, ja, wenn du dann kein Ei und kein Milch und kein dies und kein das nicht? Verzichte ich halt auf manche Sachen. Das sind mir die Tiere wert. Also, ich möchte dieses lange Video mit euch teilen, weil ich diese Gedanken wichtig finde. Ja, dass es mir wichtig ist, auf etwas zu verzichten. Obwohl ich gerne Waffeln esse, werde ich halt keine Waffeln mehr machen. Ja, ich kann sie auch mit Öl essen. Ich esse ja auch Öl in Keksen oder so. Aber ich möchte gar kein Öl einkaufen. Ja, also mache ich halt Pfannkuchen und auch gut. Und ich bin sehr stolz auf meine Kinder, die zwar auch gerne Waffeln essen, aber denen sind die Tiere auch wichtiger. Und ich werde schon noch irgendeinen Weg vielleicht austüfteln, wie ich Waffeln backen kann. Ihr könnt mir ja mal Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Es gibt ja bestimmt so das absolute Lieblingsessen, auf das ihr verzichtet. Ich finde Verzichten auch blöd. Auf das ihr gerne, dass ihr einfach nicht mehr konsumiert, weil eure Ziele, eure ethischen Ziele höher sind als eure Geschmacksknospen, ja? Also, dieser Grund, den hört man ja oft, ja, das schmeckt ja so gut, die Tierprodukte, darum kann ich kein Veganer sein, aber die Moral liegt halt höher. Ich verzichte halt auf die Eier und die Milch und die Butter und den Käse, weil ich weiß, wie dreckig es den Tieren dabei geht. Und dann esse ich halt keine Waffeln mehr. Habe ich schon ein Haushaltsgerät weniger, das kann ich verschenken. Wunderbar. Und wir machen Pfannkuchen, die sind auch lecker. Und die kann man stapeln. Da können wir ja ganz neue Challenges starten, ja? Okay, das war jetzt mein Schlusswort für das lange Video. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao.